So, herzlich willkommen zurück zu Pokémon. Ich wollte gerade sagen Level 2, macht aber keinen Sinn. Folge 2. So. Was tue ich hier? So, bitte. Genau, wegen diesen Dingsterbums da. Ich sagte ja bereits, dass Pokémon Gelb nicht die erste Edition war, sondern tatsächlich die, naja, die zweite Welle quasi. So, wir machen uns auf den Weg zu Professor Eich. Genau, das heißt, von der Reihenfolge her ist es so. Angefangen, Pokémon, das gesamte, ja, also die gesamte Story hinter Pokémon hat quasi mit zwei Pokémon-Spielen angefangen, die ausschließlich in Japan kamen. Und zwar, Achtung, die rote und die grüne Edition. Diese Spiele waren quasi die allerersten Pokémon-Spiele. Die waren aber grottenschlecht. Also wirklich total verbuggt und die Grafiken sahen nicht so schön aus. Und deswegen kam das Spiel auch außerhalb von Japan nie raus. So, und dementsprechend wurde dann quasi, wurde dann quasi für die restliche Welt eine überarbeitete Version rausgebracht. Das heißt, Pokémon Rot wurde halt normal überarbeitet. Und aus Pokémon Grün wurde dann Pokémon Blau. Und diese Version, Red and Blue, die kam dann auch im Rest der Welt raus. Erreicht Level 7. Geil. Und genau. Das sind quasi die ersten Pokémon-Spiele, die quasi so in die Weltgeschichte eingingen. Aufgrund des großen Hypes in Pokémon kam dann halt der Anime raus, wo viele Sachen anders aufgefasst wurden. Getty wartet im Opas Labor. Immer noch? Genau. Und aufgrund dessen, dass der Anime dann wiederum auch so einen großen Hype erfahren hat, hat man dann gesagt, okay, weil im Anime manche Sachen anders gemacht wurden als in den Pokémon-Spielen, deswegen kriegt man nochmal ein Pokémon-Spiel raus, was sich aber nicht an die alten Pokémon-Spiele hält, sondern quasi die Veränderung des Animes aufgreift. Unter anderem, dass man halt Pikachu hat, wie auch im Anime. Und der auch einem hinterherläuft, wie im Anime. Und man ein Gary hat, wie im Anime. Und das Ganze sowieso ist wie im Anime. Was? Professor Eich. Hallo Ash. Wie geht es deinem Pokémon, dem Pokémon? Es scheint dich sehr zu mögen. Du musst als Pokémon-Trainer sehr talentiert sein. Ja, ich weiß nicht. Du hast etwas für mich? Ich übergebe Professor Eich das Paket. Ah, auf diese Spezial-Pokéball warte ich schon lange. Danke, Ash. Ich möchte dich noch bitten, mir einen Gefallen zu tun. Opa! Ich muss hier aufpassen, nicht in dieses Stimmklischee zu verfallen. Meine Stimme ist schon tot. Opa, mein Pokémon ist stärker geworden. Schau es dir an! Schau es dir an! Schau es dir an! Ah, Gary, du kommst genau zur rechten Zeit. Ich möchte euch um einen großen Gefallen bitten. Auf dem Tisch dort... Achso, seht ihr eine Erfindung von mir? Ich bin ja ein Professor. Den Pokédex. Er erfasst automatisch Daten über Pokémon, die man gefangen oder gesehen hat. Er ist eine Art Hightech-Lexikon. Ash, Gary, diese beiden sind für euch. Ash erhält ein Pokédex von Professor Eich. Sehr schön. Warum liegen die da immer noch auf dem Tisch? Das macht keinen Sinn. Achso, jetzt sind die weg. Wow. Ein Lexikon über alle Pokémon der Welt. Das war immer mein Traum. Aber ich bin zu alt. Ich schaffe es nicht mehr. Bitte tötet mich. Also bitte ich euch, meinen Traum zu verwirklichen. Macht euch auf den Weg, Jungs. Dies ist eine der bedeutendsten Projekte in der Geschichte der Menschheit. Der Pokémon. Alles klar, Opa. Überlass es mir. Ja. Ash, tut mir leid, aber ich brauche deine Hilfe nicht. Ich hab's. Ich leih mir von meiner Schwester, ja? Eine Karte. Und dir soll ich keine geben. Ash. Digga, was für ein Huren so nackig ist. Ey, Professor, dein Enkel, ne? Den musst du mal hinter die Löffel geben. Der fällt sich hier wie ein Huren. So, dann gehen wir mal raus. Und begeben uns mal. Und geht unsere Mutter hier nach.
Ash, wenn du zu hart zu deinem Pokémon bist, werden sie nicht was? Du solltest eine kurze Pause eingehen. Sehr gut. Du und deine Pokémon sehen großartig aus. Achte auf dich. Okay, also quasi sowas wie eine Heilerin. So. Mehr gibt's hier in der Stadt nicht zu machen? Sehr hässlich. Opa hat dich um einen Botengang gebeten. Hier, das wird dir weiterhelfen. Ash erhält eine Karte. Tja, da war ihr Bruder wohl nicht so einfühlsam, ne? Pokédex, Pokémon, Items, Karte. Sehr schön. Einmal direkt wegwerfen. Oha. Alabastia, Route 1, Vatania City, da waren wir auch schon. Route 2, man kann nicht nach links und rechts gehen, interessant. Ja, auch nicht. Dicta-Höhle, Memoria City, Route 3, Mondberg, Route 4, egal, werden wir alles noch sehen. Hoffentlich. Gibt's hier noch eine Oberetage? Nee, ne? Ne, hier gibt's nur dieses Regal. Na gut. Dann machen wir uns mal, ja, wieder zur Nachbarstadt. Gucken, ob wir noch eine Quest bekommen. Dieses RPG entwickelt sich langsam zu einem richtigen RPG, habe ich das Gefühl. Und ein Pokémon-Kampf. So, auch schöner Trophy. Los, Pikachu! Kämpfen! Einmal Donnerstock reinwirken und dann geht das Ganze auch schon klar. Sehr gut. Digga, diese Random Encounter hier, die sind ja ganz schön häufig. Ein wildes Topsy. Egal, wir werden ein bisschen kostenlos Training oder sowas. Vor allem, wir kriegen überhaupt keinen Schaden. Wir machen hier einfach alle One-Shot-Kill. Irgendwie so, keine Ahnung. Gut, Poké-Center brauchen wir nicht. Pokémon, gucken, ob wir eine neue Quest bekommen. Hallo, kann ich bitte hilflich sein? Ach, jetzt können wir was kaufen, okay. So, was gibt's denn? Pokéball für 200 Pokédollar. Trank für 300, den gibt's für 100. Haarheiler, Feuerheiler. Zurück. Ich kauf einen zurück. Das hat nicht funktioniert. Schade eigentlich. Gut. Pokéball, denke ich mal, ist ganz, eine ganz sinnige Idee. Wie viel brauchen wir denn da am besten? Ja, das klingt gut. Pokémon, das macht denn... Nein. Okay, wir müssen hoch. Okay. Ich kaufe mir erstmal nur 5 Stück. Das macht dann 1000 Pokédollar. Hier, bitte sehr. Vielen Dank. Schau dich in Ruhe um. Trank haben wir bereits 2. Da kaufe ich erstmal nichts. Gegen Gift können wir auch mal 2 holen. Das macht dann 200. Klingt ja relativ preiswert. Achso, ich gehe mal davon aus, dass die hier, ne, weil ich glaube mal, kein Kind spaziert hier mit 3000 Pokédollar rum, also mit Dollar. Ich schätze mal eher, die orientieren sich hier wirklich an den Yen. Das heißt, Umrechnungsfaktor 160. Das heißt, unsere 3100, noch was, Pokédollar, die wir hatten, entsprechen gerade mal 20 Euro. Also, ne, nicht, dass man jetzt hier denkt, man ist jetzt hier super reich. Nein, es ist einfach nur ein japanisches Spiel mit einer japanischen Währung. Aber ist ja auch egal. So, verkaufen können wir auch was. Wir verkaufen mal direkt die Karte. Gut, mehr brauchen wir hier erstmal nicht. Wir haben noch 2000 Yen. Sag ich Yen oder sag ich Pokédollar oder Dollar? Weil Dollar wäre auch falscher Kurs. Ich glaube, ich bleib bei Yen. So, diese Pokémon... Pokéball an deinem Gürtel zeigen mir, dass du Pokémon besitzt. Es ist klasse, dass man jederzeit Pokémon tragen und einsetzen kann, nicht wahr? Ja, ist fast so wie das amerikanische Waffengesetz. Warum nicht einfach mal alle Leute mit Glurak verbrennen? Man darf ja. So, hier kommen wir nicht durch. Ich finde Trank. Okay, ich wollte eigentlich gucken, ob man die Bombe jetzt zerstören kann, aber scheinbar nicht. Der sieht so anders aus. So. Wir sollten auch mal wieder speichern hier. Fällt mir gerade mal auf.
So, gehen wir mal hier hoch. Okay, hier oben. Gar nicht, das wird interessant. Was ist das denn? Gary! Hey Ash, bist du auf dem Weg zur Pokémon-Liga? Hoffentlich nicht. Vergiss es! Wahrscheinlich besitzt du nicht mal einen Orden. Ja? Die Wache wird dich gar nicht erst durchlassen. Ash, sind deine Pokémon eigentlich stärker geworden? Ach doch. Okay, dann willst du gleich mal auf die Fresse hauen. Oh, der hat sogar schon zwei Pokémon. Gary möchte kämpfen. Gary setzt Habitak ein. Wie kommt der Habitak her? Oha, war schon Level 9. Ich glaub mal, wir werden hart auf die Fresse bekommen. Kann ich einfach neu starten? Das ist so ein Moment. Früher hat man das Ganze ja auf dem Gameboy gespielt. Das war so ein Klopper, das war ungefähr so groß wie ein Ziegelstein. Also wirklich Meter mal zwei Meter groß. Und wenn man an so eine Situation kam, hat man das Ding einfach ausgeschaltet und wieder eingeschaltet. Quasi Reset. Pikachus Angriff singen. Pikachu mit Donner Shock. Aber gut, wir probieren es mal. Oh, wir sind sogar relativ. Oh, Schnabel. Donner Shock, ich wähle dich. Pikachus Angriff singen. Ja gut, egal. Ein Angriff reicht sowieso aus. Denn das war ein Volltreffer. Ja gut, die Attacke ist sehr effektiv. Dankeschön. Habitak wurde besiegt. Pikachu hält 110 EP. Leck mich am Arsch. Pikachu erreicht Level 8. Angriff. Okay, steckt alles ein bisschen, schätze ich mal. Donnerwelle. Gary setzt Evoli ein. Oh, Level 8 gegen Level 8. Das wird interessant. Ach komm, wir machen einfach direkt Donnerschock hier. Donnerschock ist ein gutes Stück Attacke. Volltreffer. Sandwirbel. Was macht das denn? Pikachus Genauigkeit sinkt. Tja, hat der wohl nicht so viel gebracht, ne? Haha. Ha, seine Attacke schlägt fehl, obwohl er unsere Genauigkeit gesenkt hat. Tja, da war er wohl nicht so genau dabei, ne? Wow. Okay, Evoli ist gleich weg. Die Attacke schlug fehl. Ich denke, was macht denn Evoli die ganze Zeit? Warum schlägt seine Attacke fehl, obwohl er unsere Genauigkeit gesenkt hat? Okay. Easy, wir haben gewonnen. Volltreffer. Okay, wir haben Gary erneut in den Arsch getreten. Nice, Pikachu erhält 157 EP. Alter Schwede. Gary, oh nein, so viel Glück wie du kann man nicht haben. Nee, so viel Dummheit wie du kann man nicht haben. Ash gewinnt. Irgendwas. In der Pokémon-Liga gibt es viele starke Trainer. Ich muss einen Weg finden, an ihnen vorbeizukommen. Du solltest aufhören zu bummeln und dich in Bewegung setzen. Ach ja, diese gute alte 8-Bit-Musik. Oder Chiptune-Musik. Das ist auch nochmal eine Wiese, sehr interessant. Pokémon-Liga, Haupteingang. Ich weiß nicht, wollen wir hier schon rein? Meint ihr irgendwas mit Orden? Hier dürfen nur erfahrene Trainer passieren und du besitzt den Felsorden noch nicht. Befehl ist Befehl, ich darf dich nicht durchlassen. Na? Okay, mehr gibt's hier nicht. Na gut, dann verschwinden wir mal wieder. Das war dann scheinbar doch der falsche Abzweig. Wo geht's hier lang? Hallo? Ach, das ist das, wo wir gerade waren, ne? Ja, genau, von hier kamen wir gerade. Ja. Man kann nicht oft genug speichern. Jetzt speichern wir einfach mal. Smash the A-Button. So. Doch, ist ein Habitat. Habitat Level 6, Pikachu. Die Sache ist, wir brauchen ein paar Pokémon. Und ich weiß, dass wir später Pikachu wieder Samus und Lumanda bekommen werden. Die Sache ist, wir haben. Man kann bis zu 6 Pokémon haben. Ne? In dieser Liste hier ist Platz für 6 Pokémon. Das heißt, wir haben jetzt den Pikachu. Wir werden später im Laufe des Spiels noch wieder Samus, Shiki und Lumanda bekommen. Also, erst dieser Samen, dann Lumanda, dann Shiki. Oder irgendwie so. Und da haben wir noch zwei freie Slots.
und ich würde gerne alle 6 Slots benutzen. Die Frage ist, welche Pokémon fangen wir uns dafür? Habitat steht ehrlich gesagt nicht auf meiner Liste. Okay, flüchten wir einfach mal. Finden wir hier noch irgendwas Brauchbares? Die Sache ist noch der erste Arenaleiter, den wir erreichen, müsste Rocco sein. Und der Typ nutzt Stein. Und das Problem ist, bei Pokémon Rot und Blau, da könnte man sich Shigi oder wieder Samen nehmen, oder die Wander, aber ist egal. Und die beide waren halt sehr stark gegen Stein. In der gelben Edition haben wir aber Pikachu. Und Pikachu und der erste Arenaleiter nehmen so gar keine Freundin. Also Pikachu macht überhaupt keinen Schaden. Wir brauchen also bereits ein anderes Pokémon, um den ersten Arenaleiter zu besiegen. Die Sache ist... Mankey. Ich versuche eigentlich eher an Topsy ranzukommen. Okay, komm, wir gehen mal woanders lang. Pokébälle haben wir ja schon. 5 Stück. Schau mal, die reichen auf. Puh, ich versuche meine Notizen auswendig zu lernen. Meine Schwester hat gesagt, dass Pokémon zahm werden, wenn man nett zu ihnen ist. Ja. Okay, lies sorgfältig den Text auf der Tafel. Hier gibt es eine Tafel. Die Tafel zeigt Statuswechsel der Pokémon während des Kampfes an. Achso, schlafend, brand, gefrieren und Gift scheinbar, paralysieren und zurück? Ja, okay, zurück. Ich und Pikachu sind doch schon beste Freunde. Was ist denn hier los? Ah, ich habe endlich meinen Kaffee bekommen. Natürlich kannst du passieren. Es tut mir leid, dass ich so grob zu dir war. Was? Wie ich sehe, besitzt du ein Pokédex. Als kleine Wiedergutmachung zeige ich dir, wie man Pokémon fängt. Ja. Okay. Ein Ratfatz. Ein wildes Ratfatz, sorry. Ach, der spielt wieder für uns. Na gut. Lalala, Pokéball. Aha. Herr Flix, es hätte beinahe geklappt. Es funktioniert nicht. Ich bin auf der Übung. Und Pokébälle habe ich auch keine mehr. Ich muss mir im Pokémon Supermarkt neue besorgen. Das jetzt nicht halt einfach nur Pokémon-Markt. Haben wir hier Ikea oder was? Ach, das ist der Baum, wo wir vorhin von der anderen Seite waren. Okay, gibt's hier auch ein Item? Nein. Das ist bereits eine erste Arena. Fetania City Pokémon Arena. Diese Pokémon Arena ist stets geschlossen. Leck mich am Arsch. Ich frage mich, wer hier wohl der Arenaleiter sein mag. Ja, garantiert du. Du Arsch. Du weibelst jetzt nur ein. Mach Pause auf Kosten von anderen. Für Trainer! Fange Pokémon, um deine Sammlung zu erweitern. Je mehr du besitzt, desto leichter werden die Kämpfe. Ja, das denke ich mir auch. Route 2, Vatina City, Memorial City. Jo, nee, ist klar. Und hier haben wir schon eine Wiese. Und auch schon Pokémon-Kampf. Was ist denn das? Ein Nidoran. Stimmt, bei denen gab es schon männlich und weiblich. Das ist ein männlich Kämpfen. Ehrlich gesagt, wir können auch, bis wir die anderen Pokémon haben, können wir erstmal auch ein bisschen andere Pokémon, also ne, bevor wir wieder Samen, Chigi und so bekommen, weil ich weiß nicht genau, wann wir die bekommen, können wir erstmal andere Pokémon bekommen, also sammeln, also einfangen. Damit wir bis dahin schon ein bisschen ein paar Pokémon haben, um zu kämpfen. Von daher, würde ich mal sagen, erster Versuch, Pokémon setzt, ich setze Pokéball ein. Ja, leck mich am Arsch. Verflixt, hätte beinahe geklappt. Silberblick, ja, nee, ist klar. Die Sache ist, wir können ihn doch nicht nochmal angreifen, weil dann ist er tot. Ja, Rutschlag kommt gar keinen Schaden.
dann bleibt uns nichts anderes übrig. Donnerwelle macht auch keinen Schaden, weil er erst recht. Nee, wir haben nur Donnerschock. Und Donnerschock kriegt ihn um. Gut, dann probieren wir es einfach mal nochmal. Ja, wunderbar. Nidoran, männlich, wurde gefangen. Für Nidoran wird ein neuer Eintrag im Pokédex angelegt. Oh Gott. Die Ohren dieses Pokémon sind sehr drohliche Gefahr, lalala. Achso, das Ding war was immer für Pokémon, Dixer, der Pokémon, der Pokédex erzählt da. Möchtest du Nidoran einen Spitznamen geben? Leck mich mit deinem Spitznamen. Alter, wer hat diese Spitznamen erfunden? Also ich nenne mich Pikachu. Lilia. Und ich nenne meinen Pugita. Ist Pugita? Glaube ja. Pugita war das die Feuerpferd, oder? Folgt jetzt gerade. Egal. Auf jeden Fall, ich nenne mich Pugita Sabine. Weil es ist ein schöner Name. Digga, fehlt nur noch, dass ihr euren Pokémon in falschen Tüten nicht anzieht. So, Pokémon. Nidoran Level 4. Sehr schön. Wichtig noch zu erwähnen, das Pokémon, was ganz oben ist, kämpft auch zuallererst immer. Deswegen am besten mit das Pokémon, was man primär trainieren möchte, nach oben setzen. Und das ist bei mir jetzt am besten Nidoran, weil das gerade mal Level 4 hat. Und Pikachu eher nicht so. Gibt es noch andere Pokémon? Bitte kein Habitat. Taubsi! Perfekt! Cool, das holen wir auch gleich mal. Silberblick, Tackle. Ja, mach halt Windstoß. Oha! Aua! Okay, das ist nicht so gut. Pikachu, ich will dich. Popsi, naja. Alter Schwede. Bei Donnerstock ist das Viech aber auch gleich wieder tot, oder? Ich probier's. Ah, Scheiße. Ach, Mann. Okay, komm, wir müssen mal zum Pokémon Center gehen und unseren Nidoran aufladen, also auffrischen. Ich will Taubsi haben. Und weil das Schöne ist beim Flug-Pokémon, wir brauchen auch früher oder später Flug-Pokémon, weil es gibt hier Fliegen. Und ja, Fliegen brauchen wir halt. Wieder fit, ja. Ah, jetzt haben wir schon zwei Pokébälle. Sehr schön. Deine Pokémon sind wieder topfit. Komm wieder fit, vorbei. Ja, werde ich mir noch überlegen. Je nachdem, ob ich ihre speziellen Dienste in Anspruch nehmen möchte. Pikachu wieder mit dem Schwanz, Alter. Ich liebe sowieso diese typischen, wie gesagt, das Spiel ist ja von 2000, also von 1990. Und damals, so um diese Zeit, da war es halt typisch, ne, dass Spiele halt so auf Sprites basiert waren, die so ganz einfache Animationen hatten, die gerade mal immer aus zwei Frames bestanden, also zwei Bilder, die sich halt immer abgewechselt haben. Und jetzt mal hier bei diesem Schwanz halt super gut, das ist halt einfach nur immer, ne, die hochwertigste Animation der Welt ist, quasi. Was bist du denn? Ach, nochmal. Nee, hab jetzt eigentlich nicht so sehr Bock drauf. Vor allem Level 4 gegen Level 4. Ich tausch mal. Pikachu, ich will dich. Wow. Kämpfen. Donnerstag. Volltreffer. Naja. Mach mal deinen Silberblick. Bringt eh nicht mehr, wo du eh tot bist. Okay, beide Pokémon erhalten 17 EP. Das ist sehr schön. Oh, der männliche Vertreter. Nee, andersrum. Weibliche Vertreter. Okay, komm, den fangen wir mal. Nein! Oh, warum schlug das fehl? Warum ist der denn... Achso, deine Attacke schlug fehl. Aua. Ach, kacke, der hat zwei Level mehr als wir. Upsi. Egal, ich versuche trotzdem mal zu fangen.
Auch wenn wir dabei sterben werden. Ach, Kacke. Na klar, mach weiter. Okay, ich glaube, ich wechsle mir doch aus. Obwohl, kann der doch sterben. Ich mag es, Pokémon zu opfern. Kämpfen! Oha, ich glaube, wir sind ja schon so. Ja. Dann müssen wir ja. Wir haben aber nur noch Pikachu. Mit Pikachu bringen wir ihn jetzt komplett um. Okay, also direkt Pokéball werfen und gucken, ob es funktioniert. Leck mich doch am Arsch. Das Problem ist, wir haben noch einen Pokéball. Fuck. Okay. Wir brauchen also durchschnittlich pro Pokémon 2 Bälle. Naja. Dieses wilde Pokémon vermeidet den Kampf. Das kleine Horn auf seinem Kopf enthält Gift. Möchtest du Spitznamen? Nein. Gut. Wie sehen meine Pokémon aus? Relativ gut. Ich schicke mal dich doch mal wieder nach oben. Denn ich möchte noch ein bisschen weiterkommen hier. Hier ist auch wieder so ein Ding. Da hinten ist ein Pokéball. Sehr schön. Alter, da ist auch noch ein Pokéball. Was von Pokémon zu finden, musst du durch das ganze Land ziehen. Betrete bereits hinter dem Platania-Wald findest du andere Arten. Okay. Du gehst in den Platania-Wald? Sei auf der Hut. Dort verläuft man sich leicht. Kein Problem, wir haben eine Karte dabei. Oha, Pfeile auf der Straße. Und wo ist das für links, der Bieger? Meine Freunde und ich haben dich schon erwartet. Unsere Pokémon wollen kämpfen. Was? Achso, ich dachte, er will gleich kämpfen. Ja gut. Ja, immer lass kämpfen, denke ich mal. Hallo, hast du ein Pikachu bei dir? Ja, sieht man das nicht? Es läuft direkt neben mir. Göre möchte kämpfen. Och, der kommt hier um mit Nidoran. Hallo? Okay, Pikachu hat ein bisschen Spaß hier. Okay. Pikachu hat 75 EP, erreicht Level 9. Sehr schön. Ja, noch Nidoran. Ich glaube, das wird aber langsam ein bisschen knapp. Können wir hier Level 6? Das wird nie im Leben was. Ne, komm, dann lassen wir das mal. Dann hoffen wir mal, dass Donnerschock hier genug Donner unterm Ofen macht. Aha, mehr als die Hälfte. Sehr schön. Sehr gut, der siebte Volltreffer. Brauchen wir nicht mal. Nidoran wurde besiegt. Pikachu hat 76 EP. Ash besiegt Göre. Sehr schön. Okay, müssen wir aber langsam mal wieder zum Pokémon Center. Das klingt wie so eine Marschmusik, ey. Pikachu sieht fast so aus, wie als wenn er so rennt, weil er uns nicht hinterherkommt. Willkommen im Pokémon Center. Wir haben deine Pokémon, machen sie wieder fit. Heile. Okay, wir benutzen deine Pokémon. Jetzt mach deinen Job, Mädel. Deine Pokémon sind wieder top fit. Ja, lecker mio. Komm jederzeit wieder vorbei. So, die Sache ist, wir haben aber immer noch kein Taubsi. So, scheiße. Und vor allem, uns gehen auch die Pokébälle aus. Upsala. Okay, dann gehen wir doch nochmal in den Markt. Ich meine, wir haben jetzt wieder ein bisschen Geld bekommen. Ein paar Yen. Hallo, kann ich dir behilflich sein? Ja, kaufen. Und zwar Pokébälle für... oha.
Oh Gott, 10 Stück kosten schon 200, 2000 Yen. Ich kaufe mal nur 5. Und ich meine, wir haben jetzt schon 2 Nidorans. Einmal männlich, einmal weiblich. Ich glaube, wir fokussieren jetzt da tatsächlich doch erstmal nur noch auf ja, Taubfee. Alles andere als Taubfee interessiert uns erstmal nicht mehr. Einfach, weil die Pokébälle so teuer sind. Ich meine, ja, 200 Yen kann sich nicht jeder leisten. Das sind immerhin 1,40 Euro. So ungefähr, oder? Ja, doch, so ungefähr. Hallo? Hallo. Ah, da geht doch. Du hast bitte kein Nidoran, sonst hau ich dich. Ratfass. Interessiert mich ehrlich gesagt genauso wenig. Aber immerhin schönes Training. Dann auch Schock, ich will dich. Aha. Pikachu hält 24 MP, ist jetzt nicht die Welt. Achso, wir sollten mal wieder speichern. Fällt mir gerade mal so auf. Und wir sollten bei der Gelegenheit auch vielleicht mal Folgen machen. Ich weiß gar nicht, wie lange die Folge jetzt überhaupt schon geht. Wir gucken mal. Ah, ich glaube, die ist schon zu lang. Ja, gut. Dann machen wir an der Stelle mal Folgenpause und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.